Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cities Skylines mit mir, dem Alex. Ja, und ich bin heute sehr, sehr spät dran. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kommt diese Folge jetzt, kommt jetzt hier am Donnerstag auf Freitagnacht erst und nicht am Donnerstag um 19 Uhr. Sorry, dass es jetzt immer wieder, gerade auch gestern bei Season, sowas Verzögerungen gibt. Aber ich komme einfach im Moment, bin ich immer am Hinterhängen beim Aufnehmen. Ich nehme jetzt hier auch direkt 3 Folgen auf. Werde auch noch hier im Anschluss direkt, ich werde jetzt fast 3 Stunden am Stück aufnehmen, weil ich hier noch direkt noch Dings aufnehme, noch FIFA aufnehme und so. Dann dürfte es aber auch für die nächste Woche ein bisschen alles produziert sein. Und dann ist es ja auch wieder entspannter, weil ich ja nächste Woche dann auch wieder normal arbeiten gehe. Und dann wird es dann auch zeitmäßig wieder nicht besser. Und so habe ich wenigstens mal schon einen kleinen Vorteil, auch weil ich natürlich am Wochenende bei Pia bin. Und nicht zu Hause bin. Und wir haben Bedarf an Industrie, wie ihr seht. Und zwar ganz schön. Ich muss gerade erstmal mich wieder ein bisschen zurechtfinden hier. Ich weiß gar nicht, was für Straßen wir hier verwendet haben. Ich habe es jetzt auch seit dem letzten Mal aufnehmen, was jetzt schon wieder ein paar Tägelchen natürlich her ist, nicht mehr gespielt, ist ja klar. Und muss ich hier natürlich erstmal wieder reinfinden. Aber ich glaube, hoffe mal, das gelingt mir besser als wie normalerweise. Was ist denn hier jetzt los? Okay, ist so eine kleine Unebenheit. Wir machen hier jetzt mal weiter Industrie hin. Nicht genügend Geld. Alter. Was ist das hier? Moment. Eine Mülldeponie, okay. Ich sollte noch ein bisschen irgendwo Industrie hinmachen. Hier oben kann ich auch noch ein bisschen Industrie hinmachen. Hier habe ich auch schon angefangen zu bauen, sehe ich gerade. Mache aber erstmal nach hier unten durch. Und mache erstmal das hier. Ich muss halt immer wieder zwischendrin jetzt wahrscheinlich warten, wie ihr es gerade, ja, seht, denke ich mal. Ach, komm schon. Das regt mich immer am meisten auf, wenn ich auf Kohle warten muss. Von daher machen wir wieder so. Na, komm schon. Okay. Och komm, das nervt jetzt echt gerade, dass ich hier für jeden Kack warten muss. Aber gut, das ist dann leider so. Egal, wie gesagt, sorry, dass die Folge jetzt so spät kommt. Es sind natürlich nur noch 20 Minuten Folgen, wie ja auch am Dienstag die Folge schon. Obwohl, am Dienstag ging auch ein bisschen länger, glaube ich. Aber es sind nur noch 20 Minuten Folgen, da wir ja natürlich jetzt die Folgen, ja zweimal die Woche, dass die Skylines-Folge kommt. Und wie ihr gerade merkt, bin ich eh immer relativ unter Zeitdruck, deswegen, ich komme. Ist nicht so, dass ich auf, egal ob das Spiel oder auf FIFA, keinen Bock hätte, aber ich komme einfach zeitlich teilweise zu nichts. Das ist, manchmal ein bisschen kritisch und ich freue mich schon ehrlich gesagt sehr drauf, wenn ich Urlaub habe und, also quasi auf die Gamescom-Zeit. Denn ich habe ja in der Gamescom-Woche und davor und danach Urlaub. Heißt, ich muss jetzt noch 4 Wochen arbeiten. Ich hatte jetzt erst Berufsschule die ganze Zeit, das hat mich ein bisschen abgefuckt. Mit Arbeiten habe ich eigentlich kein Problem. Ihr wisst ja, wie es im Moment aussieht und dass ich zeitlich zu nicht viel komme und das regt halt ein bisschen auf. Wir müssen erstmal, bevor wir es vergessen, das hier machen. Weil die Leute fangen schon wieder an rumzustressen, mit sie haben kein Wasser. Okay, da halten sie jetzt alle schon das Maul. Ich mache trotzdem diese Zwischenlinien immer, weil ich es kann. Weil es schöner aussieht. Was voll die Begründung ist. Yay. Wenigstens ohne Scheiß, wenigstens ist die Kacke nicht so. Ja, nicht so teuer. Strom brauche ich ja auch ganz extra reinzulegen mehr. Ist auch in Ordnung. Okay. Jetzt wollen sie ein bisschen bisschen Gewerbe haben. Das können sie auch haben. Das mache ich hier mal daneben. Industrie klatsche ich dann wieder da oben hin. Ach komm, nervt nicht. Ging hier nicht von irgendwo aus auch eine richtige Hauptstraße runter? Ja, hier. Scheiße, das ist das. Jetzt muss ich gerade mal schon wieder was machen, was mich Kohle kosten wird. Und zwar muss ich hier ein bisschen was abreißen. Weil ich die Straße falsch gebaut habe. Denn das hier war eine Hauptstraße. Und die will ich auch weiter so laufen lassen. Auch wenn man, wie ihr gerade seht, das wahrscheinlich ordentlich Asche kostet. Aber gut. Das ist immer schön, hier gute Hauptstraßen zu haben.
Ich merke schon wieder, dass das wahrscheinlich gerade richtig übertrieben Geld kostet. Aber naja, ist halt so. Jetzt können wir die Straßen hier wieder verbinden mit den... Also hier die Seitenstraße ist natürlich ganz normale. Da verbinden wir wieder alles und weisen es dann direkt wieder als Gebiet aus. Und hier auch nochmal. Sehr schön. Ja, dann haben wir das schon mal wieder gemacht. Hier müssen wir jetzt die Hauptstraße gleich nochmal weiterführen. Wie sieht es mit Feuerwehren? Also Bildung sind wir wahrscheinlich wieder richtig am Arsch. Okay, das reicht relativ gut noch bis hier rüber, die eine Polizeistation. Wie sieht es mit Feuerwehr aus? Mit Feuerwehr sieht es hier unten schon wieder kritisch aus. Hier müssten wir unbedingt noch eine hinsetzen. Obwohl ich es mega unnötig fände. Die müsste eher hier so hin. Hier so kommt dann eine hin. Okay, hier so mache ich dann eine hin, genau. Mach mal so. Pam. Und die Feuerwehr, die werde ich mir jetzt immer noch nicht leisten können. Feuerwehr. Eine normale kostet, ja, okay. Das Problem ist halt, wenn ich davon Überfluss mache, habe ich natürlich wenig Stress, aber ja auch viele Kosten. Ja, da muss man halt mal schauen. Ich glaube, es würde sogar Sinn machen, die im Budget zu drosseln und dafür mehr zu machen. Aber mehr mit weniger Einsatzfahrzeugen im Endeffekt. Ja gut, es steigt gerade wenigstens relativ gut durch diesen Verschnellerungsmodus. Und da es hier in der Hauptstraße steht, ist es auch nicht mal so schlecht. So. Okay. Das war jetzt eine Feuerwache, genau. Mit der Polizei. Ja gut. Egal, jetzt werden wir erstmal gerade die Brücke hier rüber machen. An mehreren Stellen direkt, dass wir kein Verkehrschaos kriegen. Na komm schon. Okay, Stromnetz ist wieder down. Weil da jemand über Twitter die Leute wieder rumnerven. Komm schon. Och komm, er kostet so viel. Oh, ja, anscheinend schon. Ich weiß auch nicht gerade, warum es wieder so langsam geht, aber gut. Dann warten wir halt mal, bis wir die 10.000 hier haben. Dürfte ja gleich der Fall sein. Komm jetzt, auf geht's. Dann können wir nämlich direkt hier... Was da oben für Kriminalität, da haben wir doch auch alles. Okay, hier unten ist nicht so eine gute Abdeckung. Hier müssen wir nochmal was machen. Aber da ich das hier eh wieder komplett einreißen will... Das hier sind die Standard, die Billigstraßen, ne? Das ganze Gebiet wollte ich abreißen. Von daher mache ich da jetzt erstmal gar nichts. Aber ich muss das Ding hier halt auch Stück für Stück abreißen. Das heißt, ich werde nicht mal anfangen, ein bisschen abzureißen. Und erstmal irgendwie 2, 3 Straßenzüge abreißen. Und nicht direkt alles, weil, ja, es kostet ja auch Geld im Endeffekt. Da gehen auch meine Einnahmen wieder runter, damit rechne ich. Aber für eine Umstrukturierung ist das halt, ja, kann man das halt mal opfern. Aber man muss sich halt trotzdem im Klaren drüber sein, dass es einem Geld kostet. Und dass die Einnahmen dadurch sinken werden gerade. Ja, was ist denn das? Ah, es muss weg halt, es muss alles neu gemacht werden. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Okay, aber es geht schon hart runter, deswegen lassen wir es jetzt erstmal. Wir haben jetzt einen erhöhten Bedarf wieder an Industrie natürlich, weil wir da, davon haben wir gar nichts abgeräumt. Warum haben wir da einen erhöhten Bedarf? Hier oben haben wir eine Autobahn, genau. Hier müssen wir dann ab und zu Zu- und Abfahrt machen, das wollte ich sagen. Na komm schon. Aber das können wir auch noch später machen. Zur Verkehrsentlastung. Och, hier steht wieder direkt irgendein Netz im Weg.
Bei sowas muss man natürlich immer extrem vorsichtig sein, wenn man hier sowas am Stromnetz abreißt. Weil das direkt wieder quittiert werden kann mit, wir haben Stromverluste. Machen wir mal kurz hier wieder die Stromversorgung herstellen. Na komm, einmal so und einmal so. Und perfekt. Wie sieht es mit der Auslastung? Mit der Auslastung sieht es richtig kacke aus. Wir brauchen unbedingt wieder mehr Strom. Sachen. Ja, nervt uns nicht. Wir müssen auch erstmal die Industrie, aber jetzt Industrie hochkommen, hochzüchten lassen und keine gute Stromversorgung zu haben, ist die beste Idee ever. Und das war jetzt gerade full Irony. Zack. Ja, okay, er kommt damit klar, gut. Ja, ich mach's ja schon gleich, bin schon dabei. Muss halt jetzt mal gerade ein bisschen gucken, wie ich das mache hier. Aber ich finde es hier auch, dass man, wenn man hier auf Straßen geht. Moment, kann man hier sowas machen? Moment. Oder irgendwelche Billigstraßen oder was musst du dafür nehmen? Nehmen wir mal sowas hier. Das ist richtig ein Flaschenhals. Das können wir nicht machen. Irgendwie muss ich da was hinkriegen. Okay, perfekt. Dann bauen wir das quasi mal ein bisschen so auf, dass unser Straßennetz hier an der Stelle. Und machen hier jetzt ein riesen Industriegebiet rein. Einnahmen steigen auch wieder sehr gut, was mir gefällt. Jetzt sind wir auf 3000, obwohl ich hier, wie gesagt, immer wieder unten Leute wegsiedle. Okay. Hier unten kommt übrigens keine Industrie mehr hin. Hier kommt dann noch mehr Bullshit hin, noch mehr. Hier können wir mal ein bisschen was davon machen, Moment. Hier können wir mal so ein bisschen machen. Bisschen Gewerbegebiet. Ja, Stromnetz, wir wissen's. Ich werde gleich mal dafür sorgen, dass wir wieder ein bisschen mehr Strom kriegen. Ja, wir brauchen aber erstmal ein bisschen hier die Industrie, um wieder Kohle zu scheffeln. Und dann kann ich mich darum kümmern, dass die Industrie auch, dass ich auch was dann dafür mache, dass wieder Strom und so reinkommt. Ach komm, das Stromnetz hier ist auch im Weg. Oder war das jetzt doch nicht im Weg? Moment. Nö, war es doch nicht. Die Baukosten waren nur zu hoch. 3900. Na komm schon, go, go. Und jetzt brauchen wir wieder 3960. Ach ja, das dauert auch überhaupt nicht lange oder so, was wir jedes Mal warten müssen. Hier sind noch ein paar Stromnetzverbindungen abgebrochen, das werden wir gleich wieder beheben. Die Leute heulen echt teilweise zu viel rum, aber das ist mir, wie gesagt, scheißegal. Ich muss hier teilweise auch mal einfach nur aufräumen. So, zack, zack, zack. So, dann wieder die Verbindung hergestellt und dann bauen wir hier mal gerade weiter. So in der Art dürfte, denke ich mal, passen. Ja, das ist eine Hauptstraße, da können wir dann wieder nicht so eng bauen lassen, aber gut. Sehr gut. So, jetzt machen wir erstmal hier das hier gerade, bevor die dann wieder anfangen rumzuzicken. Kennen wir ja auch schon alles. Ja, ich lasse hier ein bisschen weiter jetzt mal gerade auch verlegen. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen unnötig bis so weit. Ja, komm, das ist unnötig, ihr habt recht. Das mache ich eher so. Boah. Wenn hier schon teilweise die Wasserleitungen zu viel verlangt sind, dann ist das schon echt, ja, tragisch. Na gut, komm, machen wir hier so erstmal mal ein bisschen. Dann können wir gleich auch schon anfangen, mal wieder hier auszuweisen. Unsere Einnahmen steigen immer weiter, das finde ich sehr, sehr gut.
Und wir haben, glaube ich, eine relativ gesunde Rate, wie das alles steigt und wie wir dafür sorgen, dass wir eigentlich immer relativ gut Einnahmen erzielen, aber es nicht zu sehr übertreiben. Aber also auch das Hochziehen und trotzdem alles im Gleichgewicht bleibt. Achso, ich sollte mal hier anfangen, schon mal einen Moment, bevor der Bedarf wieder übertrieben weit weggeht. Hier, bitteschön. Ich weiß, so schnell wird dann auch kein Bedarf mehr sein hier, weil ich hier einfach ein Riesengebiet jetzt erstmal wieder denen zur Verfügung stelle und das ja sich Stück für Stück quasi ausgleicht mit, die wollen Arbeiter haben, die wollen das haben und so weiter und so fort. Aber in Ordnung. So, haben wir das hier. Okay. Nö, dann haben wir wirklich hier gleich wieder ein relativ großes Gebiet als Industriegebiet markiert. Wir werden auch komplett nach rechts erstmal nur Industriegebiet bauen. Aber diese komplette Aufteilung nach Industriegebiet und sowas ist, glaube ich, eher nicht so gut, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, ansonsten, das könnte auch halt wieder zu harten Problemen führen. Okay, Industrie hat gerade wieder sehr wenig Nachfrage, von daher lassen wir das mal ganz kurz so stehen. Und machen das Ganze anders. Und zwar machen wir wieder ein paar Wohngebiete, wollen die unbedingt haben und so. Das kriegen die jetzt auch alles. Das hier waren, das sind alles Zweierstraßen. Ne? Unter Zweierstraßen habe ich hier im neuen Gebiet nichts mehr gemacht. Ach komm. Jetzt steht das Ding genau scheiße. Ah, das ist jetzt, sieht irgendwie scheiße aus für eine Straßenführung jetzt, aber gut. Geld haben wir, ja, jetzt nichts mehr, das ist gut. Na, komm schon. Heißt, wenn man jetzt hier die Wohngebiete hin... So, bitteschön, bitteschön, ihr dürft ja alle wohnen, 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 wohnen. Wir müssen uns gleich mal wieder ein bisschen um Bildung und so ein Bullshit kümmern. Ansonsten gehen uns wieder alle auf die Nerven hier mit. Wir haben zu wenig gebildete Leute und so. So, ich darf auch nicht zu sehr übertreiben damit. Ich muss aber mal gerade gucken, dass ich hier, was, ihr habt Strom... Oh, Stromprobleme. Ja, gut. Meine, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Ach genau. Das ist die scheiß Brücke, dann geht dann wieder gar nichts. Ach, genau. Das ist eine Brücke, es geht gar nichts mehr. Ernsthaft? Gibt ihr jetzt Ruhe mit eurem Strom oder habt ihr immer noch ein Problem? Muss ich euch eine Leitung ins Gebiet rein? Ja, anscheinend schon. Anscheinend brauchen sie eine Leitung bis in ihre Bude rein. Okay. Okay, wir müssen auch wirklich mal dafür sorgen, dass wieder mehr Energie produziert wird. Das machen wir mal gerade hier so. Grüne Energie, ja, schön und gut. Ich muss mal gucken, ob ich da wirklich so übertrieben bei bleibe, weil es halt einfach nur sau kostspielig ist. Ich werde wahrscheinlich, sobald ich hier auf... Ich will halt nicht irgendwas nehmen, was mir den Boden versifft. Aber irgend sowas wie hier ein AKW am Ende dann oder so. Wasserkraftwerke, die will ich auf jeden Fall nutzen hier. Die sind ja im Endeffekt auch so in der Art und sind auch, ja, weiterhin gut. Solarkraftwerke kann man auch machen. Oder halt hier ein dickes, fettes Kernkraftwerk. Sie sorgen für einen hohen Wasserverbrauch und Lärmbelastung. Ja, und da stecke ich das irgendwo weit weg vom Schuss hin und dann habe ich keinen Stress mehr. Ach ja, hier habe ich noch nichts verlegt. Scheiße.
Und guck, und das hier ist das, was mir immer wieder passiert, dass ich nicht die Leitung zu Ende verlege hier. Aber ist ja schön, wenn die Leute nur einmal kurz meckern und dann ist wieder Ruhe. Wenn die anfangen direkt auszuziehen, dann geht's mir auf den Sack. Aber wenn die Leute kurz meckern, ich weiß Bescheid, ich ändere das und dann sind die Leute wieder ruhig, dann ist alles super. Wo ich, glaube ich, am meisten Kohle für ausgebe, ist wirklich die Straßen, dass die so übertrieben sind. Aber wenn ich da teilweise sehe, was andere Leute für Verkehrsprobleme haben in City Skylines, dann bin ich echt, dann bin ich ja immer wieder bestärkt darin, dass ich sehe, dass ich mich darum kümmere, dass ich hier übertreibe mit den Straßen. Weil dann übertreibe ich es lieber auf die Art und Weise und habe dann nicht den Stress, wie manche andere Leute haben. Weil auf den Stress hätte ich ganz ehrlich keinen Bock. So dauernd hier dies, das, Verkehrsprobleme und so. Wenn ich, so wie ich immer an die Autobahn anbaue, brauche ich irgendwie nur, ja, eine neue Autobahn, irgendwie eine neue Abfahrt zu machen an die Autobahn, habe schon weniger Stress. Ja, ihr wolltet und jetzt kriegt ihr. Kriegt aber noch gleich hier ein bisschen. So. Bitteschön, Leute. So, was zeigt er hier an? Er hat wieder irgendwelche Wasserprobleme. Ja, sehr gut, weil ich hier schon wieder nichts verbunden hatte. Nicer, nicer. Machen wir das hier. Ah, komm. Muss halt echt sagen, bei Atomkraft, da reicht so ein Ding oder sowas. Bei Kernenergie reicht so ein Ding oder so. Und man, das kostet halt ein bisschen Geld in dem, was es halt eben kostet. Aber es ist halt immer noch tausendmal günstiger als erneuerbare Energie. Aber mehr außer so ein bisschen, ich glaube, es gibt halt auch nicht wirklich mehr, was einem das bringt, wenn man voll auf erneuerbare Energien legt. Außer, dass man natürlich die Verschmutzung unten hält. Das lässt man mit einem Kernkraftwerk halt eben auch die Verschmutzung unten. Das hier habe ich noch gar nicht irgendwie vergeben, okay. Okay, hier fangen wir mal wieder ab, ein bisschen abzuräumen. Wie gesagt, ich habe bisher gesagt, Stück für Stück werde ich hier abräumen. Nicht so viel auf einmal, das ist jetzt schon gerade, was ich mache, relativ viel. Sondern immer so Stückchen für Stückchen für Stückchen. Jetzt ist wieder gut, weil die Einnahmen wieder zu sehr sinken. Wieder Stückchen für Stückchen hier abbauen und dann da drüben hinbauen. Die Einnahmen sinken gerade noch richtig derbe hinterher, aber das ist mir eigentlich gerade scheißegal. Ich muss erstmal gerade nach meinem Stromnetz gucken. Okay. Moment. Ich muss mal gerade nach dem Stromnetz gucken. Das ist wichtig, dass das hier nicht alles wegfällt. Weil die Infrastruktur will ich eigentlich schon lassen. So, bis hierhin ist es so eine Ausgleichsding. Also hier haben wir das, das. Das geht hier rüber. Die hier haben gar keine Verbindung jetzt mehr. Sehe ich gerade. Die Energiedinger mit denen hier. Ich werde hier mal kurz ein bisschen was abräumen. So, jetzt kann ich nämlich hier auch so eine schöne Stromtrasse mal legen. Und zwar von da nach da. Dass ihr nicht anfangt zu meckern, kriegt ihr auch nochmal was. Ansonsten fangen die an zu meckern. Wir haben das nicht. Ich muss die mir ja noch irgendwie gerade bei Laune halten. Am besten wäre es, wenn ich einfach so sagen könnte, ja, zieht alle mal um ihr faulen Säcke. Eine Oberschule brauchen wir unbedingt mal, ja. Ich habe hier irgendwo sogar ein Schulgelände, ja, hier kann es sein, ja. Sehr schön. Die Leute sind alle zufrieden, dass wir jetzt mal so ein Ding gebaut haben. Das war auch bitter nötig.
Oberschule, das hier. Haben wir Kapazität 900, Berechtigte, okay. Hier haben wir jetzt auch mehr als genug Kapazität. Okay, nice. Das heißt, es ist schön, dass wir jetzt hier relativ viel Kapazität haben. Ich muss mich hier, also müllmäßig habe ich jetzt anscheinend immer noch Probleme hier. Und ich bin schon wieder bei 25 Minuten, alter Verwalter. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, da war es dann schnell mit der Folge. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.